Und wir tasten. So Leute, hier seht ihr diese Drähtchen. Von da, dahin. Herzlich willkommen bei Homebit Solution. Wir werden unterstützt von Runtime. Runtime ist eine ausgewogene Trinkmahlzeit. Gibt es als Pulver in zigtausend verschiedenen Geschmacksrichtungen und als Liquid Meal, Energy Drink und ein Megabyte. Als Schokoriegel haben sie auch sehr lecker. Und mit unserem Code HOME spart ihr 10%. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Guckt mal rein, gönnt euch. Und jetzt als nächstes könnt ihr euch schon mal den Zusammenschnitt von unserem Livestream gönnen. Schön reingekürzt und damit wünsche ich euch viel Spaß und ein wunderschönes Wochenende. So, und jetzt gehen wir in den Bunker offiziell. Aber ich mache noch mal ganz kurz eine Internet-Story. No. Ja, gut, geh jetzt rein, nee, super. Rein. Aber mach nichts kaputt, bitte. Vorsicht hinten wegen deinem Rucksack, ja, wegen der Stange, sonst sind wir alle zu sehen auf Toilette. Bin ich vorbei, guck mal bitte. Ja, noch ein Stück. So, meine Freunde. Ja, müssen wir. Nee, nehme ich. Ich nehme noch einen Toppel hier. Ja, bitte. Also, bevor wir jetzt hier irgendwann anfangen, ich bin jetzt das erste Mal hier drin. Das heißt, ich muss mich erst mal in Ruhe umgucken. Ich wollte mal sagen, Klappe zu. Ich würde sagen, damit sind wir drin. Jetzt drin. Aber ich weiß nicht, warum wir jetzt 1000 Taschentücher haben. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Keine Ahnung. Wenn viel alleine ist. Also ich sehe auf jeden Fall, wir haben hier noch Chemie für Klo, Toilettenpapier. Ja, Gas. Gaskartuschen, um hier eine Explosion hervorzurufen, haben wir auch. Sehr schön. Wir haben hier drüben super. Eine kleine Auswahl an Senf, Kartoffelbrei, Fisch. Und dann haben wir hier Nudeltopf. Ach du Scheiße. Real Talk. Entkoffinierten Kaffee. Ja, Leiter, Ausstieg, da oben ist die Klappe. Ich vermute, dass diese Hocker hier hinten, dass die Hocker hier hinten irgendwie auch die Betten sein sollen. Ob das so ist oder nicht, naja, mal schauen. Fußboden ist auch noch roher Beton, aber auch nicht schön mit hier, also naja. Ja, warte, wir hatten beim letzten Mal gesagt, wir lassen abstimmen, was wir als nächstes machen in diesem. Alles nochmal raus vorbereiten, wenn die klappt, weil es soll ein Luxusbunker werden. Na, da seid aber sehr weit entfernt. Pass auf, Challenge, ich mach heute das Ding leer. Wir haben hier eine Knarre. Funktioniert super, die Knarre. Ist hier so eine Benjamin Blümchen Knarre. So, ich zeig mal ganz kurz den Furz-Counter. So sieht er aus, bisschen verschmiert. Aber ja, hier kommen die Furze rein. Furz-Counter 2021. Gut, da ich genau wusste, dass es hier sehr unvorbereitet ist, ich sage genau so, es ist weder Kaffee da. Sollten wir den essen, trinken? Soll ich den lutschen? Ja, aber die läuft da noch ja nicht. Ach super. Naja, klar. Aber Taschentücher. Küchenrolle. Wir haben keine Filter? Wir haben keine Filter. Wie willst du denn? Ich kann dir eine Socke geben. Das ist ein Bunker, ey, wirklich. Nennt ihr Luxusbunker? Naja, noch nicht. Nein, noch nicht. Das soll ja einer werden. Ja, gut, okay. Mach mal einen Kaffee. In die Tasse rein. Und wir tasten? Ja. Wir müssen erst eine Terrine essen und dann haben wir eine Tasse. Oh Gott, ey. Möchtest du auch eine, bevor der Kaffee durch ist? Ja, das darf ich nicht schlecht. Ja, bitte schön. Dann muss ich eher pullern. Das Ding haben wir in einer halben Stunde voll. Denke ich. Da haben wir noch einen Kanister, wo wir reinpickeln können oder so? Ja, da müssen wir eine Flasche lernen. Das wird eine Katastrophe. Wir heben die Büchsen auf. Stößchen. Challenge, für jeden Rülpser ein Schluck Senf. Geile Idee. Also, ich wette, dann werden aus den Rülpsen irgendwann Kotze bereichen. Alter, für jeden Rülpser ein Schluck Senf, ich verdrück mir jeden Rülpser. Du hast schon drei. Senf? Scheiße. Da ist der Senf. Immer ein Löffel voll. Ich mach dir den Löffel. Und jeder nimmt seinen Löffel. Pro Rülpser gibt's einen Löffel Senf. Und Schoki gibt's danach. Dann mache ich jetzt den Klo schon mal startklar. Mach mal, unter dir ist sozusagen quasi der Deckel. Einfach da, so hier. Oh! Ja, Senf! Den Strich nehme ich mit. So! Guten Appetit! Eieiei! Das heißt auch, ne? Weißt du Bescheid? Nein, nur Rülpsen hat er gesagt. Nee, ich habe ja keine Lust hier auf den Scheiß hier. Das kannst du auch vergessen hier. So, eigentlich, also ich kenne es so, das geht nur, wenn es gerade steht und an alle dicht ist. Also spülen wir einfach nicht. Gut, kein Problem, ich scheiß einfach so. Gut, Toilette ist hiermit einsatzbereit. Nein, wir haben ein Paket von der Franziska Tebel bekommen. Almsieg. Nein, Franziska Tebel. Betet dafür, dass da Schokolade drin ist. Och nee. Die Bunker gehören zum Beamer gucken. Epa-Kekse. Viel Spaß und guten Appetit. Grüße aus Havelberg von Franzi. Danke, Franzi. Danke. Ist da auch ein Keks für mich mit bei oder nur für die Jungs? Wir haben süße Kekse. Oh ja, Sweet Biscuit. Ja, salzige Kekse. Nee. Salzige Kekse. Haben wir auch Marmelade oder Butter oder sowas?
Hilfe! Kaffee in Kaffee und schon haben wir Milch. Ich habe auch Pulver zu mir gerührt. Nee, Pulver ist scheiße. Pulver ist scheiße. Er hat gerülpst. Wo ist der Senf? Wo ist der Senf? Nee, er hat seinen eigenen Löffel. So, ein bisschen Senf. Was ist denn das hier? Schieben ist? Nee, erst noch den Senf und dann kannst du deinen Keks knabbern. Oh, ich hab gewählt. Na los, renne die Schnude. Ein Federläufig treten. Oh nein. Ich bin dafür, dass jeder, der furzt, auf den Senf fügeln muss. Nein. Doch. Nein. Halt den Chat. Seid ihr dafür? Dann sagt ja. Ja, 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 ja. Ja. Wir wollen alle bei Furz auch Senf. Die schreiben ja und eins. Der Chat entscheidet. Also, ja, ab sofort. Senf. Ab sofort. Wer furzt, muss Senf essen. Gut, also ich werde auf jeden Fall bestimmt so ein, zwei Mal noch pupsen. Also zwei Löffel nehme ich schon mal. Das war der erste. Ja? Ich darf einmal furzen frei. Bis drei Mal. Die Jelly Beans. Jetzt ich will jetzt nicht meckern, ne? Aber das heißt. Achso, du hast ja fein gemacht. Du hast aufgebraucht deine Probe. Scheiße. Ja. Senf! Dass wir wieder einen Gleichstand haben. Was gerülpst. Ich komme, dass wir dann. So, was ist denn jetzt hier? Was ist denn überhaupt? Oh, mit. Ach du Scheiße. Ja, genau. Ah, also die Flaschen drehen nur mit Bohnen. Also wir haben einmal Dirty Dishwater. Also Abwaschwasser, wir haben Barf, wir haben Spoiled Milk, oh, vergorene Milch, Stinkekäfer, Canned Dog Food, Hundefutter. Das riecht schon lecker. Vergammeltes. Alter, hör auf! Ja. Boah! So Leute, hier seht ihr diese Drehtchen. Ich drehe das mal jetzt langsam, damit ihr das einfach mal versteht. Also folgendes, da sind immer, also du drehst, ganz wichtig, da sind aber auch immer, also die Bohnen gibt es, genau, die sind in zwei Farben. Also nee, ist eine Farbe, aber zwei verschiedene Geschmacksrichtungen. Es kann sein, dass du, also entweder hast du hier Stinktier-Scheiße oder du hast Lakritze. Ich hätte gerne eine Tüte oder ich kotze ins Klo. Danke an die Regie. Ich fange an. Das ist, ach, nee, das hier grün, ist entweder nee, Nasenkugel oder das ist nicht grün. Gucke. Nee, ist nicht grün, das ist schwarz. Das Gelbe. Schmutziges Schwarz? Ja, Rotteneck oder Butterpopcorn. Faules Ei. Kann man die auch schlucken? Warte, ich höre da was. Hey, Mülltüten! Juhu! Die sind ja dicht, wasserdicht. Du hast gemerkt. Nicht wer schwitzt, stirbt, wer kotzt, verliert. Senf. Also, Alter, schmecken ein, die schon. Alter, das ist ein Riesenlöffel, ich hasse ja Senf. Komm, mach's gleich. Wir sind zusammen. Hey. Los, weg damit. Das war jetzt was? Popcorn. Also entweder ist es Popcorn oder ist es ein Ei? Definitiv nicht Ei. Okay, ich bin dran. Grün. Oh. Grün. Nee, das ist das komische Grün. Hier, das ist hier entweder Bubbel oder? Saftige Birne. Alter, der Senf stößt mir auf. Ja, komm, nicht schnacken. Das Ei hält es zurück. Aber weißt du, was witzig ist? Also Birne ist es definitiv nicht. Was Popel, ja? Ja. Schmeckt gut, ja? Nee. Okay, halt fest, ich drehe. Ah, also immer Butterpopcorn ist weg. Jo. Alter. Zip. Ich nehme jetzt hier so ein. Ich nehme den hier. Ich nehme gut, aber ich mag den. Boah. Digga, hau ab. Was ist denn das? Stinkbuck. Ich kann nicht gescheit Käfer. Sein. Käfer, irgendwas mit Käfer ist das. Nein, du mach jetzt den Hicker raus in die Schnute da. Du kannst doch nicht wieder Marshmallow haben. Du hast sofort das Popcorn. Oh. Kann ich noch reden? Ab sofort, wer pupsen muss, sagt Bescheid. Nimm es die Furzliege, durchrücken, innerlicht aus. Der Furz legt sich hin und los. Ich will euch zeigen, dass mein Rekord bei 30 cm lag. Feuerzeug! Licht aus! Schnell! Alles gut! Okay, warte, ich muss dich da ran. Hat er gebrannt? Nee. Ich brauche mehr Flamme. Nichts. Der hat doch gebrannt. Tiefer. Jetzt. Ja. Er hat gebrannt. Oh. Ja. Licht. Ja, jetzt bin ich super dran. Oh, scheiße. Dichter. Oh. Und? Wird er weg? Oh, ja. War Flamme, ne? Gucken. Oh. Ja. Es ist Zeit für den Krokodil. Dann machen wir einen Stehen oder machen wir einen Sitzen? Ich glaube, im Sitzen ist besser, oder? Naja, ich frage aber vorher. Nicht, dass ich jetzt der Einzige bin, der sich hinsetzt. Senf! 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 Dann warte, ich gehe nochmal Bibi machen. Achso, okay. Ich gehe auch gleich nochmal. Du musst mal Senf essen. Der Deine ist auch mal Senf. Du bist doch mit der Wort. Was war das denn jetzt? Der hat einen Senf kaputt gemacht. Nein! Ich hab die Hose drauf, Digga! Bitte! Komm!
runter, die Soße. Mmh. Bedeck mal deine Körperteile, ich möchte mal den Leuten zeigen, wie das aussieht. Einfach, damit sie mal ein Gefühl dafür kriegen, wie es hier Hallo. Aussieht. So, schön. Okay, haben wir das auch jetzt hier. Ja, wir haben jetzt hier 15 Zahlen drauf, 1 bis 15. Jede Zahl ist ein Misthaufen. Wir müssen von der 1 zur 2 fahren, zur 3, zur 4, zur 5. Ist aber so, wenn wir hier fahren, dürfen wir keine andere Linie überkreuzen, sondern dürfen nur durch Misthaufen fahren. Wer eine andere Linie berührt oder überkreuzt, muss eine Chilischote essen. Das ist ein bisschen Feuer. Was denn Chili? Wir haben nicht mal Milch hier. Doch. Pass auf, ich mache jetzt mal unsere Köpfe weg, damit die Leute halt auch nachvollziehen können, was wir da machen. Ihr erkennt ja an den Händen, wer wer ist. Hier ist der 1. Ich fange an. So. Und ich gehe jetzt zur 2. So. Du musst jetzt zur 3. Und ich muss zur 4. Genau. Die 4. Durch die Misthaufen darfst du fahren, aber nicht die Linie. Wenn du die Linie berührst, wird das Glas geöffnet. Alles klar. Okay, Freunde, ich fahr jetzt los, ja? Hab ich. So, okay. Das ist nicht die 5. Das ist die 5. Was kriegt man, was muss man machen, wenn man die falsche Zahl nimmt? Chilischote essen. Ja, da darfst du die erste Chilischote. Ja, bitteschön. Was für ein Hammel! Ich hab Angst, wirklich. Ich hab wirklich ohne. Geschmacklich nicht zu empfehlen. Schärfe. Martin muss jetzt zur 7. Wo sind die? Das ist nicht euer Dach. Und da musst du irgendwie hin. Das heißt? Nein, du musst ja 8. Ich, ja, ich hab dann die 9. Noch nie gespielt, also krass, wir haben ein Problem. Was soll das? Misthaufen fahren. Da muss ich durch die Lücke. Ja. Das wird doch nie was. Und vor allem, ja, es muss ja einer wieder zurück. Also komme ich gerade noch in die 10 rein, wenn ich Lücke habe. Ja, wenn ich nicht raus. Nicht berührt! Nein, du musst ja sowieso berühren, also würde ich denn hier einfach wirklich grillermäßig rinnen. Du musst jetzt von da dahin? Ich muss jetzt zur 12. Ja, hör doch auf! Wie gekonnt. Schmecken überhaupt nicht. Also du bist ja voll hier durchgefahren. Du hast da berührt, da berührt, da berührt und da berührt. Das ist eine Berührung. Das ist ja noch voll auf der Linie. Das sind zwei Berührungen. Das sind 1, 2, 3 von mir aus. Was soll das? Achso, du nimmst einen Kauf. Zwei. So beide auf einmal? Ja, klar. Also, liebe Grüße an den Moderator da draußen, an den Spielinstruktor. Ha? Rache ist Blutwurst, mein Freund. Ja. Du bist der Chef. Okay, Daniel. Real Talk, wie scharf? Von 1 bis 10? Scharf ist gar nichts für mich. Nee, bin ich auch nicht. Ich bin der absolute Antichrist des Scharfens. Und? Es geht? Ich hätte es mir schon mal vorgestellt. Okay, also, kurz dann zu erklären, weil es geht nicht. Von da? Dahin. Warte, es reicht nicht. Ja, okay. Ich versuche so wenig wie möglich zu bewegen. Ich überlege gerade echt einfach nur rausrennen. Also, das ist sofort schon mal Fakt 1. Dann gehe ich hier runter. Einer. Ich komme hier vorbei. Einer. Hier ist er. Das war knapp. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Ich sag dir ganz ehrlich, das könnte jetzt auch der gewesen sein, der Stream, ne? Weil jetzt, wenn jetzt, dann... Also, ich muss sagen, ich bin ja gar nicht für scharf. Es geht mittlerweile. Oh, ich glaube, ich muss dann nachher kacken. Der Senf muss raus. Ich werde hier... Bitteschön. Ich werde hier halt überall verstehen, wie Leute... wie Leute scharf essen können. Wie Leute einfach scharf essen. Es läuft einfach raus. Einer haut bei Wohl! Einer raus! Nee, ich muss gleich mit dem Vorhang vorziehen. Der Erste, der hier kacken geht! Ja! Ich überlege, wie es meinem Daumen gerade geht. Ey, ganz ehrlich, wenn hier einer anfängt zu scheißen, bin ich raus. Ihr könnt doch nicht erwarten, dass jetzt alle hier scheißen. Wir sind zu dritt, Mann! Oh, bitte. Ich geh jetzt. Oh, bitte macht die Toren. Können wir Musik anmachen oder so? Dass wir irgendwas nicht hören? Ja. Ich bin der Erste! Okay, kurze Moderation. Der Erste geht kacken. Da, ja. Noch unbenutzt, gleich benutzt. Nimmst du eine Flasche Wasser mit wegen Spülen? Ist doch du. Nimm Melonenwasser, das schmeckt eh scheiße. Dann gib her. Noch trink ich, ja. Jetzt müssen wir alle leise sein. Oh nein. Oh nein. Ja, la la, schlala. Ich möchte das nicht hören. Oh, riechst du's? Oh. Oh, fuck. Fuck, Junge, Alter. Oh, Gott. Oh, ich kotze die kleine Hütte voll. Alter, wirklich jetzt! Geh woanders kacken! Feini, das Problem ist, hier zieht's ab! Bin fertig! Ich bring's auf den Punkt. Da natürlich für euch okay Mehrwert bringt, wenn wir hier 24 Stunden lang auf dem Scheiß labern und hier rumsitzen und rumkommen und irgendwann einschlafen, haben wir uns gesagt, Quality Time, 8 Stunden Stream. Boah, geil, hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream, wenn das Ding hier fertig ist und wir hier wirklich von einem Bunker und von Luxus reden können.
Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Aber dann keine Ausreden mehr, klar? Dann möchte ich, genau, dann möchte ich ordentlich kacken gehen können, dann möchte ich mir die Hände waschen können, dann möchte ich... Kriegst du alles. Gut. So, Freunde, damit verabscheue ich mich. Komplett. Verabscheut ihr euch mal. Alles. Tschüss. Okay. Reingehauen. Ja. Und ja. Nicht vergessen, wer schwitzt, ist Senf. Ja. Ciao. Nee.